Heute bauen wir mit Tobi diesen dekorativen Adventskalender. Der Clou? Er besteht aus einem Steckmodul, was ihr nach Weihnachten ganz einfach auseinanderbauen und platzsparend verstauen könnt. Zudem zeige ich euch hilfreiche Tipps zur Befüllung der 24 Säckchen. Und ich zeige euch noch, wie ihr ein ganz individuelles Geschenk basteln könnt. Ein Gewinnspiel gibt es am Ende natürlich auch noch. Also, auf geht's in die Werkstatt. Los geht's mit dem Rentierkopf. Damit euch der Rentierkopf genauso gut gelingt, haben wir eine Schablone für euch vorbereitet. Die findet ihr zum Ausdrucken in der Infobox. Das Aussägen erledigt ihr am besten mit einer Stichsäge. Wir machen es uns leicht mit dem Stichsägetisch von Wolfkraft. Da haben wir freie Sicht auf unsere Anrisslinie, weil wir von unten in das Holz sägen. Verwendet auf jeden Fall ein geeignetes Kurvenblatt. Nach dem Schneiden versäubern wir die Schnittkanten und schleifen das Holz sauber an. Als Farbe verwenden wir einen Acrylbuntlack, in dem die Grundierung schon enthalten ist. Mit dieser Farbe genügt ein Anstrich. Damit zaubern wir unserem Rentier ein freundliches Gesicht. Für genügend Stabilität verschrauben wir das Geweih mit dem Kopf. Die Löcher haben wir vorher mit einem Senkbohrer vorgebohrt. Fertig ist der Kopf. Genial! Damit wir unseren Adventskalender ganz einfach auseinanderbauen können, haben wir uns dazu entschlossen, ein Steckmodul zu bauen. Tobi, wie gehen wir dabei vor? Also ich habe mich hier jetzt für eine Nutfederverbindung entschieden und hier mal ein Beispiel mitgebracht. Dafür fräsen wir jetzt erst in den Körper eine Nut ein, 5 bis 6 mm tief, ca. 6 cm lang. Und dafür brauchen wir dann ein Gegenstück? Genau, dafür brauchen wir noch die entsprechende Feder. Die muss ebenfalls 6 mm tief und ca. 6 cm lang sein. Und mit welcher Maschine arbeiten wir jetzt? Dazu nutzen wir jetzt die Oberfräse, die am Frästisch montiert ist, und einen Parallelanschlag, um eben die genauen Maße hinzubekommen. Okay, dann starten wir. Tobi, die Feder ist jetzt fertig. Jetzt brauchen wir noch eine passende Nut dazu. Genau, dafür nehmen wir uns jetzt hier unser Gegenstück und fräsen eine 6 cm Nut auf beiden Seiten ein. Im letzten Schritt sägen wir das Federbrett auf Länge zurecht und halbieren es mittig. Noch etwas schleifen und dann können wir es auch schon anleimen und verschrauben. Damit der Kopf genau auf den Körper passt, Tobi, müssen wir das Ganze jetzt miteinander verschrauben. Wie gehen wir da vor? Genau, also wir müssen jetzt bei der Positionierung dieser Federbrettchen darauf achten, dass die Feder am Ende genau in die Nut, die wir vorhin in den Körper eingefräst haben, passt. Dazu positionieren wir uns das jetzt einmal und zeichnen den Abstand ein. Okay. Die Unterkonstruktion besteht aus der Grundplatte und dem Standfuß. Wir starten mit dem Zuschnitt der Holzlatte. Sie hat die Maße 54 x 74 mm. Wir kappen sie bei einer Länge von 120 cm. Die Schnittkanten schleifen wir sauber. Für den Standfuß schneiden wir uns eine Grundplatte zurecht. Wir zeichnen die Maße von 30 x 40 cm an und schneiden es mit der Stichsäge zu. Jetzt bohren wir die Löcher für Gewindeschrauben und die passenden M8 Einschraubmuttern. Die Einschraubmuttern haben ein Innen- und ein Außengewinde. Mit dem Außengewinde drehen sie sich fest ins Holz und gehen eine feste Verbindung ein. In das Innengewinde können wir dann eine Gewindeschraube ein- und wieder ausdrehen. Auf der Unterplatte zeichnen wir die Positionierung des Körpers an.
In der Grundplatte verwenden wir zunächst einen 26 mm Forstner Bohrer, um den Kopf der Schraube zu versenken. Anschließend wird die restliche Platte mit einem 10 mm Holzbohrer durchgebohrt. Tipp: Mit Dübelspitzen können wir die genaue Positionierung der Löcher nun auf die Holzplatte übertragen. Die Löcher der Holzplatte werden mit einem 10 mm Bohrer gebohrt. Anschließend drehen wir die Muttern in der Größe M8 ein. Zusammenschrauben, fertig ist die Unterkonstruktion. Jetzt können alle Teile ganz easy zusammengesteckt werden. Für einen sicheren Stand haben wir noch Möbelfüße unter die Platte geschraubt. Wir haben die Unterkonstruktion mit Holzlasur in Kalkweiß lasiert. Damit wir die 24 Säckchen bequem aufhängen können, schrauben wir kleine Haken fest. Einfach vorbohren und einschrauben. Mit einem personalisierten Namensschild sorgen wir für eine ganz individuelle Note. In wenigen Sekunden ist der Adventskalender bereit für die Dekoration und die Befüllung. Super cool geworden, Tobi. Vielen Dank, dass du da warst und gemeinsam mit mir den Adventskalender gebaut hast. Ja, danke für die Einladung. Dann kann der Dezember ja jetzt kommen. Jawohl. So, jetzt nehme ich euch mit in meine Küche. Natürlich muss in meinen Adventskalender auch noch ein ganz persönliches Geschenk. Meine Freundin liebt Elche. Daher bastel ich ihr heute eine ganz individuelle Elch-Schneekugel. Dafür braucht ihr neben der Figur lediglich ein Glas, destilliertes Wasser, Kunstschnee und Plastilinknete. Der Bau ist total einfach. Ihr nehmt einfach ein ganz normales Schraubglas. In den Deckel dieses Schraubglases knetet ihr Plastilinknete hinein. Wichtig ist, dass die ganz feste ist, damit sich die Figur unserer Schneekugel, die wir nachher in dem Glas befestigen, nicht löst. Wir haben uns heute für diesen kleinen Elch entschieden. Wir befestigen diesen fest im Deckel der Schneekugel und ihr seht, bombenfest. Es hält. Als nächstes nehmt ihr einfach destilliertes Wasser, destilliert deswegen, damit es nicht so schnell trüb wird, und füllt das in das Schraubglas hinein. Ganz wichtig ist, dass wir noch einen kleinen Tropfen Spülmittel in das Glas mit reingeben, damit der Schnee nachher besser in unserem Glas herumwirbeln kann. Und jetzt im nächsten Step kann schon der Kunstschnee ins Glas eingefüllt werden. Jetzt muss nur noch der Deckel auf das Glas befestigt werden und unsere Schneekugel ist schon fertig. Jetzt seid ihr dran. Ich bin ganz gespannt, wie ihr eure individuellen Schneekugeln befüllen werdet. Gebt uns über die Kommentarfunktion und Feedback, wie es bei euch geklappt hat. Ich bin schon ganz gespannt. So, jetzt kommen wir zur Befüllung des Adventskalenders. Gar nicht so einfach, denkt ihr? Mit diesen Tipps und Tricks wird's mega easy. Macht euch einfach eine Liste mit 8 Lieblingsleckereien, 8 praktischen Geschenken, 4 Gutscheine für Unternehmungen an den Adventswochenenden und 4 persönliche Geschenkideen. Mit dieser Liste steht dein Masterplan für den perfekten Adventskalender. Für die Heimwerker unter euch gibt es zahlreiche coole Wolfcraft-Tools, die sich perfekt für einen Adventskalender eignen. Für Kinder sind Süßigkeiten, Bücher, Spielzeuge geeignet. Bei Erwachsenen macht man mit Kosmetikartikeln, Kleinspirituosen oder Dekoartikeln definitiv nichts falsch. Ist der nicht cool geworden? Sandra wird sich riesig freuen. Und weil doch nichts über Schwarmwissen geht, schreibt uns eure konkreten Ideen in die Kommentare. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Inspirationen. Kommen wir nun zur Gewinnspielfrage. Weil Weihnachten vor der Tür steht, haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt. Ihr könnt ein Paket mit ganz vielen unterschiedlichen Wolfcraft-Werkzeugen gewinnen. Postet einfach die Antwort auf die folgende Frage in den Kommentaren dieses Videos und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Mit welchem unverzichtbaren Werkzeug hat Tobi das Steckmodul unseres Adventskalenders gebaut? Ich wünsche euch viel Erfolg. Und nicht vergessen, postet eure fertigen Ergebnisse auf Instagram oder Facebook mit dem Hashtag WolfcraftItWorks. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Ergebnisse. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Tobi.